Gemüse oder Fleisch? Gemüse. ÖV oder Auto? Auto, wobei ÖV sehr dankbar, vor allem wenn es von Stadt zu Stadt ist. Wenn man in einem ländlichen Kanton unterwegs wird, wird es extrem schwierig. Süß oder salzig? Salzig. Wein oder Bier? Wein. Wobei beides nimmt mit sehr viel Herzblut. Lieber eine Theatervorstellung besuchen oder doch ein Fußballmatch? Ein Fußballmatch. Welche Equipe haben wir da? Ja, das kommt mir allerdings nicht so drauf an. Wir haben mal in Weg, es war mal die brasilianische Nationalmannschaft zu Besuch gewesen, und das hat sehr gefällt, die wirklich mal aus der Nähe zu sehen. Und darum bin ich spontan auf Fußball gekommen. Buch oder Film? Film. Welchen Film haben wir zuletzt gesehen? Wie heisst er? Da die... Ich weiß nicht mal mehr den Titel, aber da die Hungerspiele, der letzte Teil, habe ich extrem enttäuschend gefunden. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Sind ihr eher eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule? Frühaufsteherin. Wobei, auch das kehrt jetzt, oder umso länger man am Abend unterwegs ist, dann bleibe ich am Morgen automatisch etwas länger im Bett liegen. Also ich mag nicht mehr ganz so früh aufstehen wie auch schon. Auf einem Konzert sind eher die, die wild tanzen oder eher die, die cool mit dem Kopf nicken? Cool mit dem Kopf nicken. Ski oder Snowboard? Ski. Wobei ich habe gesnowboardet, dann hätte ich ein neues Brett kaufen. Dann habe ich Ski mal gemietet den Tag. Dann musste ich sagen, mal jetzt mit den Ski, die man jetzt hat, zwei Bretter unter den Füßen, ist einfach extrem viel beweglicher. Also retour zu den Ski. Kochen oder lieber abwaschen? Rüsten und abwaschen. Also Feinabschmöckung, die überlasse ich meistens anderen. Rüsten tue ich fürs Leben gerne, abwaschen ist auch okay. Das Feinabschmöcken können andere besser. Lieber Sicherheit oder doch Abenteuer? Abenteuer. Sind ihr in dem Fall eher Pauschalurlauberin oder eher Individualtouristin? Eigentlich nur Individualtouristin. Manchmal geht es auch in die Hose, manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Aber das sind eben immer dann die Momente, wo man die besten Kontakte kann knüpfen oder die besten Erlebnisse hat. Könnt ihr uns da etwas erzählen? Was ist so die letzte Reise, wo ihr so etwas erlebt habt? Also jetzt gerade die letzte Reise ist ich war in Amerika, eigentlich beruflich, dann am letzten Tag noch, ich musste früher zurückfliegen. Das ist dann alles so ein bisschen kurz organisiert gewesen. Oder zum Beispiel schon nur dort, ich bin beim Flughafen rausgelaufen, es war ein Inlandflug, musste auf internationale Flughafenteile wechseln, ich bin völlig im falschen Ausgang rausgekommen, schon nur dort durchfragen. Und am Schluss hat mich die Polizei begleitet, damit ich noch rechtzeitig auf den Flieger komme. Und das sind Erlebnisse, wo, wenn alles durchorganisiert ist, erlebt man so Sachen nicht. Lieber reden oder zuhören? Gehört beides dazu. Zuerst aber zuhören und dann reden. Hund oder Katz? Katz. Haben Sie selber eine? Ja, also Kamal, im Moment lebt sie jetzt bei meinem Vater, aber Katzen sind sensationell. Die haben ihren eigenen Grind. Ich kann jetzt zum Beispiel dem Kater rufen, der macht keine Wank. Der hört überhaupt nichts auf mich. Er weiss aber trotzdem, dort gibt es Futter, dort gehe ich her. Wenn ihr wählen könntet, lieber Unsterblichkeit oder grenzenloser Reichtum? Ja, beides nicht. Ich glaube, dass beides nicht interessant ist. Wieso? Also ich glaube, dass beides nicht glücklich macht, wenn dann aber wahrscheinlich grenzenloser Reichtum, weil das kann man sinnvoll wieder investieren oder mit dem etwas Sinnvolles machen. Aber rein für mich, beides viel zu grosse Herausforderung, würde ich überhaupt nicht suchen. Welchen Titel würdet ihr einem Buch über euer Leben geben? Also sie ist jetzt einfach ihren Weg gegangen und hat es probiert. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig gelacht? Oh, das gibt es bei mir regelmässig.
Manchmal aus Überraschung, manchmal wirklich aus Freude. Aber eigentlich heute Morgen, ich habe mit einem Kollegen telefoniert, der hat mir ein paar lustige Anekdoten erzählt. Und wirklich, ich habe wirklich auch aus ganz normalen Alltagsgeschichten aus von Herzen lachen. Ich glaube aber auch, dass das gut tut. Gestern habe ich beruflich mit jemandem telefoniert und am Schluss hat er mir auch gesagt, es ist doch schon schön, wenn man eigentlich voll im Seich innen ist und dann einfach mal telefonieren kann, etwas einander erzählen und man kann von Herzen lachen. Also das gibt es bei mir regelmässig. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Da weiss ich nicht. Also bewusst, keine Ahnung. Ich nehme aber an, dass es Notlügen tagtäglich gibt. Wahrscheinlich sogar ohne, dass man es konkret weiss. Welcher Person haben Sie am meisten zu verdanken? Es gibt verschiedene, also selbstverständlich meine Eltern, aber auch meinem Chef, aber auch meinem besten Kollegenkreis. Also da kommt es natürlich dann auch immer gerade auf die Lebenssituation drauf an. Aber und darum, ich finde es wichtig, es ist immer ein Miteinander, ein mehrere Miteinander, wo einem eben auch sehr vieles ermöglichen. Welches Süße haben Sie zuletzt mit dem Handy fotografiert? Blumen. Jetzt gerade im Frühling natürlich Blüten. wir kennen Sie als Petra Gössi. Was für einen Übernamen oder Spitznamen haben Sie in der Schule oder während dem Studium vielleicht auch eine Studentenverbindung bekommen? In der Schulzeit keine, nachher war ich eine Zeit lang das Peterli. wenn Sie jemanden müssten darstellen, auf welche Eigenschaft achten Sie am meisten? Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein, wissen, was man will. Welche Sachen würden Sie lieber besser können? Zum Beispiel Sprache. Und sonst, Schlagfertigkeit ist auch so etwas, genau. Und dann kommt es immer auf die Situation drauf an. Da denkt man auf einmal immer wieder, leck, wäre schon schön, wenn ich das könnte. Oder zum Beispiel genau in die Berge gehen und klettern. Das wäre super, wenn ich das viel besser könnte. Das wäre sensationell. In welcher Situation wären Sie lieber ein Mann? Ja, eigentlich in keiner. Ich bin dankbar für die Person, die ich bin. Nimm das so an und arbeite mit dieser Person. In welchem Moment können Sie sich richtig gehen lassen? Wenn ich daheim bin oder auch wenn ich einen Film schaue, ich kann bei einem Film grenzenlos brüllen, wenn es gerade muss sein. Oder natürlich auch, wenn man schöne Momente hat. Also da kann ich sehr gut mitgehen. Wenn Sie ein Gesetz erlassen könnten, das für alle Menschen auf der Welt würde gelten, wie würde das lauten? Freiheit. Natürlich braucht auch das dann wieder die entsprechenden Einschränkungen, weil man kann immer die Freiheit nur in dem Bereich auch ausleben, wo man einen anderen nicht entsprechend tangiert. Aber trotzdem, es wäre das Freiheitsgesetz. Petra Gössi, danke vielmals. Danke sehr.